Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Hearts of Iron 4. Ja, in der letzten Folge haben wir Russland erobert, sogar ziemlich schnell, in einer einzigen Folge. Ja, haben das Ganze zu unserer Marionette gemacht. Und ja, das Bündnis sieht jetzt folgendermaßen aus, nämlich so. Achsenmächte. Natürlich haben wir aber vor, da auszutreten. Und oh, was mir gerade mal auffällt. Das ist ja, das Bündnis von Italien ist ja noch da. Okay, gut. Republik Ukraine und Weißrussland sind übrigens unabhängig. Habe ich selbst noch gar nicht gemerkt. So, oh, ich stelle mal meinen Ton kurz leiser. So. Gut, also, ich würde sagen, wir machen uns jetzt etwas unabhängiger von Deutschland. Das Ganze ist, glaube mal, wäre, glaube mal, ein bisschen schlauer. Allerdings haben wir schon fast alles gemacht. Schützen Sie Suez? Bande des Commonwealth? Was nehmen wir denn mal? Okay, hier das mit der... Das ist immer ganz schlau. Mit der Invasion, das Ganze. So, gut. Ich weiß nicht, was der Plan Deutschlands jetzt ist. Die haben Kriegsziel gegen mich, ich habe einen Kriegsziel gegen die. Ja. Doofe Sache. Also auf jeden Fall sollten wir... Genau, hier, warte mal, wie sieht es mit der Infrastruktur aus? Hier sieht ja ganz gut aus. So, jetzt würde ich nur mal... Was ist denn eigentlich mit Spanien jetzt mal wirklich? Das muss ich mir jetzt mal sofort angucken. Spanien ist... bei den Achsenmächten, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Also, wir können natürlich versuchen, ist ziemlich unrealistisch, aber man könnte versuchen, die Fraktion zu übernehmen. Und zwar bräuchten wir, ja, um die 250 Fabriken, würde ich sagen. Nee, sogar 700, ich bin dumm. Ja gut, unsere Armee müsste auch ein bisschen größer sein. Das ist aber noch machbar, wir haben ja ordentlich Waffen. Mannstärke technisch... Schwierig. Könnten wir aber hinkriegen. Ich glaube, wir machen erstmal Pause. So. Und zwar bauen wir jetzt eine fette Verteidigungsanlage. Und machen das so. So, warte mal. Frankreich. Genau, war auch bei denen im Bündnis. Alter, das wird so eine fette Verteidigungslinie. Aber wir haben ja die Fabriken dafür. Oh, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Ich glaube, ich habe es aber nicht gehört. Auf Steam. So. So. Das ist natürlich echt eine fette Verteidigungslinie, aber uns bleibt hier nichts anderes übrig. Wie sieht es denn aus mit unseren Waffen? 200.000 Waffen im Plus, das ist sehr schön. Wir sollten auf Panzer gehen. Panzer wäre eigentlich dumm, dass wir es noch nicht gemacht haben. Aber wir können die vorübergehend erstmal die Militärfabriken für unsere Flugzeuge benutzen. So, können das hier natürlich noch freischalten, das hier freischalten. Wenn wir noch ein bisschen, wenn wir noch 65 Erfahrung kriegen, Armee-Erfahrung, jetzt sogar nur noch 64, können wir uns noch mehr Mannstärke holen. Ja. Oh, hier können wir uns ein bisschen... Was ist... Okay. Uns hat Japan gerade den Krieg erklärt. Das hat natürlich mal... Ey, hier alles durchkreuzt unsere Pläne. Können einfach keine wirklichen Pläne haben hier. So. Naja, gut. Oder nicht gut. Wie sieht denn das ganze Bündnis mal aus? Das ganze Bündnis sieht so aus. Wie sieht es von der Mannstärke her aus? Die haben 1, das ist ja nichts. 1,23 Millionen haben die im Feld. Wir haben 3,15. Ja, dann würde ich sagen... Rennen wir mal dahin, ne? Ich weiß nicht. Zu den Waffenrufen sollten wir vielleicht noch nicht machen. Machen wir auch noch nicht. Was wir aber machen ist, unsere Truppen dahinstellen. So, da erbitten wir mal Durchmarscherlaubnis. Könnten wir unsere Front mal erweitern. So, die sollen mal nach hier. Und dann lassen wir die da erstmal hinlaufen. So. Da bin ich wieder. War kurz weg. Mein Wecker hat geklingelt. Deswegen war ich kurz mal... Nicht, ey, guckt euch das mal an. Amerikanische Monarchie installieren. Lol. Das können wir aber nicht machen. Im Besitz und unter der Kontrolle von Maryland. Scheiße. Das ist jetzt nicht das Gebiet, was wir... Nee, okay, das ist Washington.
Wir könnten den USA alles geben, aber ach nee, es macht eigentlich auch keinen Sinn, ne? Nee, lass mal. Oh, da kommen unsere Truppen. Oh, Alter. Das ist eine Kolonne, würde ich mal sagen. So, die Infrastruktur, ich würde sagen, die bessern wir gar nicht erst auf. Ist schwierig, ist schwierig. Was ist denn mit Portugal? Portugal ist auch in den Achsenmächten. Vereinigung des Baltik... Wo denn? Wo hat sich denn der Balkan vereinigt? Hä? Lol. Gut. War dann wohl eine falsche Meldung. Was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir ernsthaft Krieg gegen die führen. Gut, dass wir eine Marine haben. Das ist wirklich gut. So, Konvoi, ja, das ist schön, das ist schön. Das ist schön. Gut. Wir könnten natürlich jetzt alles hier ausbauen. Ob uns das so viel bringt, wage ich zu bezweifeln. Aber unsere Truppen sind schon da, das ging echt schnell. Das ging richtig schnell. So. Einmal Angriffsplan hier. Und einmal... Bitte. Einmal bitte hier. So. Und dann können wir auch schon angreifen. Ich weiß gar nicht, sollen wir die Frontlinie hier mal erweitern? Besser ist das, wa? So, einmal hier hinten hin. Schön. Gut, wir haben Schiffswerften frei. Da wir eh schon genug Konvois produzieren. Warte, nein, wir müssen uns erst auf Panzer konzentrieren. So, mittlere Panzer. Ich baue die jetzt mal noch nicht. Oder baue ich die schon? Ich glaube, ich baue die schon. Okay, dann mal kurz pausieren, ne? Also, wir haben mittleres Zwischenpanzer. Ist das unser einziges? Was ist denn das neueste? Schwierig. Ich hab's mit dem Panzer noch nicht so raus. 1934. Ob's da. Ich glaube, wir forschen lieber doch erst. Ob sich die sonst so lohnen, ich weiß nicht. Wir brauchen die ja eh erst gegen Deutschland. Von daher ist das jetzt noch nicht so nötig. Die Deutschen haben übrigens bei uns Schiffe im Hafen. Und. Ich würde sagen, wir holen die Russen mal rein, wa? So, und rein. So, boah, das läuft perfekt. Achso, jetzt habe ich vergessen, hier zu sichern, aber da steht ein deutscher Panzer. Aber da Deutschland ja nicht drin ist. Ja. Ob die Russen das wohl selbst verteidigen können? Ah, ich glaube eher nicht. Siam ist jetzt auch mit drin. Britisch-Malaysia oder Malaya heißt das ja hier. Hat kapituliert. Ich verstehe das mit Deutschland hier echt nicht, ne? Das wäre rein theoretisch echt eine gute Option, die einzukesseln, indem wir diese Nationen hier erobern. Und die, wenn die Deutschen, wenn wir gegen die rechtfertigen, die würden hier wahrscheinlich viel hinstellen, so wie ich die KI kenne. Und dann könnte man die zerquetschen, wenn man das hier halten kann. Das wäre vielleicht ein guter Plan für später. Können wir irgendwas... Guck mal, hier können wir doch bestimmt auf Kriegswirtschaft, so. Das ist schon mal gut. So. Ich weiß gar nicht. Hat Japan das Stück hier hinten gekriegt von Russland? Weil die das hier schon erobert haben, oder bin ich gerade doof? Weiß gar nicht, ob die es hatten, weil wenn, dann befreien wir das jetzt halt. Dann kriegen die Russen ein paar mehr Gebiete wieder. Und haben die gerade ernsthaft? Nein. Ja, die Deutschen finden es wohl lustig. Freiwillige Division. Gegen das Land in, das Land zu unterstützen mit freiwilligen Divisionen, gegen das wir im Krieg sind. Ja, das nenne ich mal treue Bündnistreue. Bündnistreue, ja, genau. Ich bin heute ein bisschen neben der Spur, Leute. Vielleicht merkt man's. So. Gut, es sieht aber immer noch gut aus hier. Ja, doch, das sieht echt gut aus. Und wenn wir Glück haben, könnten wir, wenn die Japaner kapituliert haben, könnten wir diese Gebiete nutzen und annektieren und keine chinesische Marionette rausmachen, sondern wir würden diese Gebiete nutzen und die uns selbst einverleiben, damit wir ganz viel an, wie heißt das? Mannstärke kriegen. Man hat ja hier den... Wartet, wo ist es? Genau.
Genau hier. Da haben wir eine Nicht-Kernbevölkerung. Boah, die ist schon bei 693 Millionen bei uns. Und diese Bevölkerung, davon können wir einen Teil rekrutieren. Ich weiß gar nicht, wie viel. 0,299%, glaube ich. Und da kann man sich schon ordentlich irgendwie aufbauen, wenn man hier ein bisschen von China besitzt. Das wäre, glaube ich, gar nicht so blöd. Können wir irgendwie, guck, wir können ja aber auch auf umfangreich erstmal, das reicht auch erstmal. So, ich weiß nicht, ob es schlauer ist, vielleicht jetzt Tokio, in Tokio, also oder in Japan generell zu landen. Oder ob wir es später machen sollten. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es jetzt schlauer, da zu landen, aber wir haben keinen. Okay, wir haben hier halt einen Stützpunkt, natürlich, nur einen Hafen. Hier haben wir noch was von den Philippinen. Warum Japan hier stehen geblieben ist, weiß ich nicht. Hä? Achso. Okay, die haben das Gebiet gerade gekriegt. Und das gehört uns hier ja auch. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ich könnte natürlich Deutschland reinrufen. Ist vielleicht auch schlauer. Allerdings geht dann natürlich uns... Nein, wir rufen nicht Deutschland rein. Erstmal nicht. Weil... Ansonsten würden die wieder ihre ganze Kriegsbeteiligung kriegen. Nee, das ist nicht schön. Aber wenn man hier immer guckt, wir haben mehr Divisionen im Feld als die Deutschen. Das ist natürlich heftig. Wir haben auch eine kleine Luftwaffe. Dafür geht nämlich unsere nicht drauf, unsere Mannstärke, weil wir nicht so viel in Luftwaffe investieren. Gut. Was machen wir denn jetzt mal Schönes? Also wir haben ja hier den Ausbau geplant. Wie sieht der eigentlich aus? Oh, der ist schon ordentlich vorangekommen. Wir könnten hier gleichzeitig die Infrastruktur auch schon verbessern. So, zumindest hier bis zur Front. Oder eigentlich ist hier alles die Front. Was stand da gerade? Wir haben keine Bananen. Alles klar. Ne, warte mal, das ist ja Wishi Frankreich oder Wishi. Das mache ich natürlich nicht. So. Als ob ich für die noch die Infrastruktur ausbaue. Hier auch für Deutschland. Nö. Gott, jetzt habe ich das fast gemacht. Gut. Luftschutzpunkte, ne? Einmal hier auf 10 nochmal und machen wir hier nochmal auf 10. Ob das so nötig ist, weiß ich nicht. So, wir sollten vielleicht erstmal nachher, ich glaube nicht, dass Spanien, wenn wir Deutschland den Krieg erklären, dass die mit in den Krieg kommen. Zumindest nicht sofort. Die haben auch keine große Armee, glaube ich, oder? 40 Divisionen. Macht ein bisschen weniger als 400.000 Mann, glaube ich. Sollte schnell funktionieren. Vielleicht machen wir es so, wir gehen aus dem Bündnis und erklären erstmal nur Spanien den Krieg. Bis Deutschland dann Truppen hier hingestellt hat, das könnte dann etwas dauern. Dann könnten wir Portugal und Spanien überrennen. Und hätten dann hier... Ja, ich glaube Afrika, da kümmern wir uns gar nicht drum am besten, oder? Ich weiß nicht, ob wir es alleine hinkriegen können, aber Italien ist ja wenigstens weg. Wäre Italien noch als Feind da, das wäre noch schöner. So, irgendwie haben wir uns wieder zurückgeschlagen, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob wir die Deutschen vielleicht doch reinholen sollten. Ich weiß ja nicht. Vielleicht ist es aber echt schlauer. Dann sind... Ja, komm. Wir holen einfach alle jetzt rein. So. Gut. Und wir haben die Panzer erforscht. So, 1943. Den erforschen wir auch noch. Und wir kriegen jetzt auch mehr rekrutierbare Bevölkerung. Unsere Waffen gehen gerade übrigens runter, wie man sieht. Ja, aber sie steigen wieder, oder? Ah, nee. Okay, nein. Einfach nicht ansprechen. Ich hätte es nicht ansprechen sollen. So, setzen Sie die Türkei unter Druck? Gerne doch. Werden die dann neutral? Jo, die werden dann neutral. Ja, nice. Türkische Republik wird aber faschistisch. Naja. Gut, es läuft aber schon besser. Ist vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, die Deutschen reinzurufen. Allein schon deshalb, weil die dann keine Freiwilligendivisionen von den Deutschen mehr kriegen. Und auch nicht von den anderen Nationen. Das waren nämlich nicht nur die Deutschen, glaube ich. So, hier kommt noch, könnte ich noch welche zuweisen. Gut. Dann. Mal sehen, wie wir es machen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich hier landen soll. Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll. Also wir könnten natürlich von hier landen. Wir könnten jetzt ein paar Häfen hier bauen. Das wäre möglich.
Und wir würden auch die Sehüberlegenheit kriegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Was wir aber machen könnten, wäre, das könnten wir mal abbrechen und stattdessen, dass wir die Fähigkeit haben, noch größere Landungen zu machen, machen wir das hier mal, fortschrittliche Landungsfahrzeuge. Ich glaube, das wäre eine bessere Lösung, als jetzt für Rohstoffe irgendwas zu machen. So. Apropos Rohstoffe, müssen wir eigentlich irgendwas handeln? Nee. So, wir sind ja dabei, uns ein paar eigene Ressourcen hier anzueignen. Das klappt auch, glaube ich, ganz gut. So. Ich weiß, ich kann nicht einschätzen, ob das hier gut aussieht oder schlecht, aber irgendwie würde ich sagen, überwiegend gut. Vorhin wurden wir zurückgedrängt, jetzt geht's wieder. Aber abwarten, wir können. Ich gucke immer ganz gerne so von oben. Am besten noch im Bündniskartenmodus. Da sieht man öfter, da sieht man besser, wie man vorrückt, ob man vorrückt oder wer vorrückt. Aber hier sieht es ja ganz gut für uns aus. Ab und zu hier machen sie jetzt wieder Gegeneroberung. Es ist ganz, ganz komisch. Obwohl die halt viel weniger als wir im Feld haben, ne? Guck mal, wir haben, Alter. Wir nutzen natürlich nicht unsere gesamte Mannstärke. Aber, ja. Ach, ich merke das jetzt erst. Das war das Baltikum. Nicht das... Nee, oder warte mal. Das ist der Balkan. Und das ist das Baltikum. Ah, okay. Die haben sich vereinigt. Ja, das stimmt natürlich. Das ist aber keine Marionette. Das ist nur auch ein unabhängiger faschistischer Staat. Was sag ich mit dem hier oben? Die könnte man auch noch annektieren, aber da oben ist Deutschland, deswegen noch eine Grenze zu Deutschland nicht so toll. Rein theoretisch bräuchten wir auch erstmal Russland nicht reinzuholen. Ich weiß halt nicht, wie stark Russland wird. Die müssten wir eigentlich mit Waffen zupumpen. 36 Divisionen. Ah, und bei uns sieht es nicht so gut mit Waffen aus, zumindest entwickelt sich das nicht gerade ins Positive, würde ich sagen. So, Vladivostok. Da stehen wir jetzt schon vor. So. Vielleicht können wir das einkesseln. Ich bezweifle es, aber vielleicht funktioniert es ja. Wir sollten auf jeden Fall eigentlich auch mal Luftwaffe nutzen. Ja, hier sollte alles rot sein. Das stimmt auch. So, dann holen wir jetzt mal ein paar Flugzeuge hier ran. So, warte mal. Nochmal 700 raus. So, wenn die hier mal dahin fliegen, könnte sich das Blatt schon ein bisschen wenden. Och. Die Türkei ist jetzt beigetreten. Schön. Toll. Aber nicht uns sind sie beigetreten. Ist nicht so toll. Gut. Wie sieht's denn hier aus? Kämpfen die schon? Ja, haben wir da eine Grenze zu? Ich glaube nicht, ne? Ja, hier oben, aber es juckt ja nicht so. Ja, weiß ich nicht. Die Türkei kann jetzt auch nicht so viel ausrichten, schätze ich mal. Wie viele Divisionen haben die im Feld? Oh, oh. Entweder ist mein Geheimdienst scheiße schlecht oder, ja. Die haben echt sehr viel an Divisionen. Aber die haben hier nicht ordentlich dazu gekriegt. Achso, die Türkei ist noch gar nicht mit richtig im Krieg. Dann schippern wir mal unsere Leute schnell dahin, würde ich sagen. So. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, was ich hierüber denken soll. Aber ich würde die Folge jetzt einfach mal beenden und abwarten, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ne? Dann, wenn es euch gefallen hat, zeigt mir es mit einem positiven Daumen oder einem Abo oder einem Kommentar. Auch ganz wichtig. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao!